Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema. Beziehung oder Erziehung mit Hunden. Viele Menschen fragen mich ja, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dass du Mensch-Hund-Coach bist? Und wen erziehst du eigentlich, die Menschen oder die Hunde? Ich sage euch eins, tatsächlich erziehe ich niemanden. Weder die Menschen noch die Hunde. Ich sensibilisiere Menschen für ihr Verhalten, damit sie ihre Hunde besser kennenlernen können. In erster Linie ist es mir aber wichtig, dass ihr als Mensch immer wisst, wo ihr gerade steht. In den meisten Fällen ist es so, dass die schnelllebige Zeit uns mitzieht und wir dann auch noch mit der Erziehung des Hundes obendrein beschäftigt sind. Ich glaube aber, dass unsere Hunde mittlerweile schlichtweg einfach die Nase voll haben. Komplett voll haben von dieser ganzen Erziehungsgeschichte. Unsere Hunde sehnen sich nach uns. Nach uns Menschen, aber nicht nach dem Erziehungsapparat, nach dem Trainingsmenschen, sondern nach dem Herzensmenschen. Hunde sehnen sich danach, uns wieder mit dem Herzen zu begegnen und dass wir auch genauso bei unseren Hunden echt ankommen. Leider gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Hundeerziehungsratgeber. Ja, alleine in der Erziehung liegt ja dieses Wort erziehen. Also, ich erziehe mir etwas. Das klingt ja im ersten Moment streng. Jetzt kann man es auch übertreiben und man sollte auch nicht jedes Wort immer genauestens auf die Goldwaage legen. Aber ich bin eher ein Freund von der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Warum? Wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid und euer Hund hat ein Problem, dann erzieht der Mensch meistens den Hund. Der Hund spürt allerdings andauernd und fortlaufend unsere Energie und die ist in den seltensten Fällen wirklich komplett entspannt. Also, wenn ein unentspannter Mensch versucht, seinen Hund zu erziehen, dann sollten wir einmal darauf achten, was der Hund denn alles so von uns mitbekommt. Er bekommt unseren Stress mit, unser Leid mit, unsere Sorgen mit. Gerade jetzt in der Corona-Zeit bekommen ganz viele Hunde ganz viel Stress von uns mit. Wir sind unzufrieden, wir sind unausgeglichen, wir haben zu wenig Kontakte zu Menschen, viele Fitnessstudios hatten zu, wir können unseren Sport nicht mehr so machen, wir können nicht mehr tanzen gehen, wir können nicht mehr feiern gehen. Ja, auch die ganzen Veranstaltungen wurden immer wieder abgesagt und ganz viele Menschen sehnen sich einfach nach anderen Menschen, nach dem Kontakt mit anderen Menschen, ja, auch nach Beziehungen. Es gibt ganz, ganz viele Singles, die jetzt durch Corona irgendwie keine Chance haben, einen Partner zu finden. Ich bin der Meinung, dass eine Beziehung deutlich länger hält als eine Erziehung. Warum? Die Beziehung beläuft sich darauf, dass der Mensch und der Hund eine vertrauensvolle Basis aufbauen und dann gemeinsam als Weggefährten ihren Weg gehen. Und das im besten Fall in Harmonie. Ja, in Harmonie, Respekt und Verständnis können Mensch und Hund dann wundervolle Abenteuer erleben. Wenn wir aber hingehen und wollen den Hund immer nur für unsere Zwecke erziehen, ja, da ist da so ein bisschen so dieser Druck drin. Ich habe persönlich tatsächlich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr über eine Erziehung mit Hunden nachgedacht. Das ist meine persönliche Ansicht. Warum? Ich habe versucht, mich in all den Jahren so weit in meine Beziehung mit mir selbst zu bringen, dass ich angenehm für mich und für andere bin. Und auch für meine Hunde. Denn ich trage so viele Dinge aus der Vergangenheit mit mir rum, und ihr kennt das sicherlich, um die abzuarbeiten, ja, da braucht man eine gewisse Zeit.
Und in der Beziehung mit euren Hunden könnt ihr auch viel intensiver auf das Gefühl von Mensch und Hund eingehen, als dass wir immer nur versuchen, unseren Hunden etwas beizubringen. Das hat für mich so etwas wie vom Zirkus. Also wir nehmen uns Lebewesen und bringen ihnen etwas bei, damit sie in unserer Gesellschaft funktionieren. Ich finde es ja toll, wenn Mensch und Hund gemeinsam Dinge erleben und wo der Mensch dem Hund zeigt, welche Aufgaben er erfüllen kann. Aber eben dann nicht, weil der Mensch sich herausnimmt, den Hund von oben herunter zu dominieren, zu erziehen, sondern mir geht es mehr darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen, dass der Hund nachher nicht lernen muss, sondern lernen möchte. Und dass er nicht neben dem Hundebesitzer herläuft, weil er das muss, sondern weil er es will und weil er es gerne macht. Ein Hund, der ohne Kommandos sich auf seinen Menschen konzentriert, der hat eine Beziehung. Ein Hund, der die ganze Zeit im Kommandohagel für seinen Menschen funktioniert, ja, der wird andauernd, unentwegt erzogen. Und da so viele Menschen ungeduldig sind, vergessen sie einfach, dass es sich um die Beziehung zwischen Mensch und Hund geht und bombardieren den Hund die ganze Zeit mit irgendwelchen Kommandos. Ich finde, meine Weggefährten, sowohl die zwei- als auch die vierbeinigen, sollten sich mit mir wohlfühlen. Ich möchte weder meine Partnerin, noch meine Hunde, noch euch erziehen. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig respektieren und lernen, dass wir uns mit Verständnis begegnen. Also, wenn ich euch die ganze Zeit erziehen will, dass ihr für euch, für mich, für euren Hund funktioniert, ja, dann gebt ihr ja genau dieses Gefühl auch weiter an eure Menschen und an euren Hund. Was mir aber wichtig ist, dass wir eine schöne, harmonische Beziehung miteinander aufbauen, damit ihr mir vertraut und ich für euch Lehrer und Schüler sein kann. Und genau das wünsche ich mir auch für euch und eure Hunde. Also in der Erziehung liegt für mich immer so ein Stück weit Kraft und Druck und in der Beziehung liegt für mich die Leichtigkeit und die Liebe und das Verständnis zum Hund. Ich glaube, wenn ihr mal versucht, etwas weniger zu erziehen und die Beziehung zu euch zu intensivieren, euch mehr zu erleben, euch mehr zu lieben, mit euch mal ein bisschen mehr zu lachen, mit euch mehr Gefühle auszuleben, loszulassen, dann wird der Hund automatisch die Beziehung zu euch suchen, weil ihr authentisch seid. Ich glaube, viele von euch sind in einem Druckkostüm gefangen und die ganze Zeit geht das wie so ein Kesselchen, das pfeift und pfeift und pfeift und irgendwann braucht nur einer kurz zu kommen, mal dran zu tipsen und sofort ist man empfindlich. Und ich sage euch, habt bitte Verständnis für euch. Ich finde, es ist echt eine harte Zeit. Also Corona hat uns seit 2 Jahren fest im Griff. Ich bin froh, wenn wir wieder auf Konzerte gehen können. Ich bin froh, wenn wir uns wieder in den Armen liegen. Ich bin froh, wenn wir wieder feiern können. Wenn wir uns einfach wieder völlig normal begegnen können. Ich bin auch froh, wenn wir irgendwann mal wieder die Hüllen und die Masken fallen lassen dürfen, damit wir uns richtig intensiv begegnen. Ja, ich bin froh, wenn wir wieder freier sein können. Und das Thema der Freiheit hat auch viel damit zu tun, dass wir unseren Hunden wieder ein Stück weit mehr Vertrauen schenken dürfen und ihnen etwas mehr Freiheit schenken. Weil der Hund ist nicht da, um die ganze Zeit von uns kontrolliert, erzogen und trainiert zu werden. Euer Hund ist eine Persönlichkeit für sich, genauso wie ihr. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr nur Menschen begeistern könnt, wenn ihr euch selber für irgendetwas und vor allen Dingen für euch begeistert. Nur wenn ihr mit euch glücklich seid, nur wenn ihr mit euch liebt, nur wenn ihr mit euch lacht, könnt ihr das genauso auf andere Menschen übertragen. Und natürlich auf euren Hund. Also wenn ihr selber nicht glücklich seid mit eurem Leben, mit eurer Situation, dann verändert sie.
Verändert sie jetzt. Wartet nicht zu lange. Wie oft gibt es Menschen, die sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, ja, dann hätte ich alles anders gemacht. Macht es jetzt. Macht es auch für euch und euren Hund, damit ihr wieder ein Stück weit mehr Freiheit genießen könnt. Also lebt eure Gefühle und zeigt euren Menschen, die um euch herum sind und eurem Hund oder euren Hunden, dass ihr den Mut habt zur Veränderung. Und diese Veränderung bedeutet eins, mehr Freiheit. So, liebe Weggefährten, und jetzt seid ihr gefragt. Ihr seid die Veränderung. Ja, jeder von euch hat die Möglichkeit, jetzt in diesem Augenblick sein neues Leben zu beginnen. Mit sich und mit seinem Hund. Entfacht mal wieder ein bisschen mehr das Feuer in euch und hört auf, die ganze Zeit an euren Hunden rumzutrainieren. Wir werden doch noch wahnsinnig davon. Meine Güte, wie viel Gedanken brauchen wir noch, um den Hund in die richtige Richtung zu lenken? Nein, raus aus dem Kopf, rein ins Herz und dann zum Hund. Und dann wird er euch verstehen. Ich bin bei euch und ihr bei mir, denn wir sind Weggefährten.